Hello guys, meine lieben Zuschauer und Zuhörer hier auf YouTube und Facebook und wo auch immer du gerade dieses Video siehst. Ich mache das jetzt hier so ein bisschen unprofessionell und amateurhaft, aber ich habe wirklich nicht viel Zeit, weil ich habe neuen Kunden und bei mir, ja, ich habe gerade Hochkonjunktur jetzt in einigen Bereichen und nicht allen, aber einigen und ja, Glück und Können, was weiß ich. Auf jeden Fall ganz kurz zum Thema Edelmetallpreise, ja. Es gibt ja viele Experten da draußen, die davon ausgehen, dass wir sozusagen ein zweites L bekommen, also letztendlich eine zweite Welle, na, dass wir nochmal Abverkäufe bekommen, dass jetzt viele ihre Pakete losgeworden sind, auch institutionelle Anleger, ja, Smart Money und so weiter, also quasi faule Papiere, wo sie davon überzeugt sind, dass die jetzt im Zuge dieser Krise bankrott gehen, Insolvenz anmelden. Ja, dass sie jetzt diese Bärenrallye dazu genutzt haben, was weiß ich darf ja keine Namen nennen, ja, also irgendwelche Tourismusfirmen und so weiter. Dass dann letztendlich irgendwann und meistens dann, wenn es keiner erwartet, also nicht, wenn es jetzt alle erwarten, sondern vielleicht irgendwie zeitversetzt, so wie es halt immer ist, ja, sozusagen wir nochmal einen Abverkauf sehen und wir dann nochmal die Tiefs antesten, würde ich mal sagen. Sehr, sehr realistisch von 8.500 Punkten, 8.000 Punkten im DAX und entsprechend eben Nasdaq, S&P 500 und so weiter. Ich muss es ja nicht immer für jeden einzelnen Indiz sozusagen ausführen. Es geht ums Prinzip und eventuell nochmal ein bisschen tiefer, je nachdem, wie da die Nachrichtenlage ist, ob sozusagen nach der Lösung des Lockdowns vielleicht wieder ein neuer Lockdown kommen muss. Das kann ja auch bis zum Herbst noch dauern, dass wir sozusagen jetzt eine etwas ausgedehntere Bärenrallye sehen, die theoretisch sogar über den ganzen Sommer hinweg gehen laufen kann, dann im Herbst nochmal. Ja, der Zeitpunkt, den weiß eben niemand, ne? Weil jeder, der den wüsste, der wäre steinreich, ist klar. Es geht einfach darum, sich das Szenario, eben die Wahrscheinlichkeiten, Chancen, Risiken und so weiter einfach vor Augen zu halten. Wie viel Cash habe ich, was brauche ich, wie viele Einnahmen habe ich gerade, ja, damit ich eben gesund und munter und einigermaßen, ja, gut schlafen kann, auch für die nächsten 6, 12, 24 Monate. Denn so lange wird auf jeden Fall die aktuelle Rezession oder fortgeschrittene Rezession, tiefe Rezession, you name it, dauern, andauern. Ne? Und da sollte man sich einfach so weit über Wasser halten und wenn man übriges Cash hat, eventuell vielleicht sogar gute Schnäppchen machen. Ich verweise hier auf Investmentpunk, sehr, sehr gute. Eine gute Show, eine gute Live-Stream, die er gerade anbietet, jeden Abend auch und so weiter, wer die Zeit hat. Auf jeden Fall, eigentlich wollte ich jetzt zum Thema Edelmetall was sagen. Im Zuge dieses zweiten Abverkaufswelle werden auch Edelmetalle wieder unter Druck kommen, insbesondere Silber. Deswegen würde ich jetzt an eurer Stelle, ich weiß, ich sehe es, auch mein Edelmetallhändler und so weiter haben Lieferengpässe, 40, 50 Tage für Anlagemünzen wie Kangaroo. Eine Unze, feine Unze. Die Spreads haben sich quasi verdoppelt, verdreifacht. Mit den Spreads meine ich jetzt die Spreads, wenn du heute eine Münze kaufst und sie sofort wieder verkaufen würdest. Na, das ist der Spread, von dem ich rede. Weil der interessiert uns ja, wenn ich eine physische Unze kaufe. Ja, mal angenommen, in einer Woche müsste ich sie wieder verkaufen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, Vater, Mutter, Sohn wird krank. Ja, was kriegt er für wieder? Ja, der Wiederverkaufswert. Und ich denke mal, dass das, was wir jetzt erleben, dass das sozusagen eventuell nochmal tiefst antesten werden, auch beim Silberpreis, ja, 10 Dollar und so weiter. Dass der Goldpreis auch nochmal unter Druck kommen wird und dass du dir einfach Ruhe bewahren solltest und jetzt nicht glauben solltest, naja, wenn ich jetzt kein Gold oder Silber bekomme, dann ist der Zug abgefahren. Das muss nicht unbedingt der Fall sein, ganz ehrlich. Und als Versicherung sollte man sowieso nie viel mehr als wie 5 oder 10% im Mix haben. Für ein Worst-Case-Szenario, ja, wenn sozusagen unsere Währung vor die Hunde gehen würde, tatsächlich, dann haben wir ganz andere Probleme. Ja? Dann brauchst du sowieso, ja, dann sozusagen Gnade uns Gott. Ne? Also, das will auch keiner, soll auch keiner erwarten. Und dann. In solchen wirklich Worst-Case-Szenarien ist wirklich die Frage, ja, wie weit dir dann wirklich physisches Silber und Gold theoretisch weiterhilft. Ja,
ob dann nicht so Sachen wie Tabak, Zigaretten, Whisky, Alkohol als Tauschmittel, meine ich natürlich, ja, nicht als Konsum. Gut. Ja, Nahrungsmittel, Wurst, Fleisch, wenn du Bauer bist oder wenn du Äpfelbäume hast im Garten und so weiter, ja. Konservendosen. Ob die dann nicht sozusagen wesentlich wertvoller sind als wie irgendwie Silber- und Goldstücke in deinem Safe oder sowas, ja. Oder auf deiner Bank oder wo du die auch immer deponiert hast. Teilweise für teures Geld. Das heißt, ich würde es dann wirklich nicht übertreiben. Ich weiß, dass einige da sehr, sehr starke Verfechter sind und besonders in Deutschland eine sehr große Community ist. Und ich unterscheide auch mal ganz stark zwischen Edelmetallliebhaber, ja, Sammler und so weiter. Ich finde, das ist ein tolles Hobby. Aber hier geht es um Worst-Case-Szenarien. Hier geht es um Versicherung. Hier geht es um Edelmetalle als Versicherung. Und auch für dieses Worst-Case-Szenario, da kann es Goldverbote geben. Jetzt kann sein, dass das Bürger gar nicht mehr erlaubt sind, ja, sozusagen ihr Geld, ihr Gold auf den Markt zu geben in diesem Worst-Case-Szenario. Dann hast du irgendwie fett Gold gekauft, Silber gekauft und wirst es nicht mehr los, weil du es nicht darfst. Es wird einfach strikt verboten. Du müsstest auswandern. Vielleicht sind dann zu dem Zeitpunkt die Grenzen dicht. Ja, es ist ja alles möglich. Ja, also in einem Worst-Case-Szenario ist ja alles möglich. Von daher würde ich mich nicht so stark fokussieren auf diese Edelmetalle und jetzt schauen, ah, jetzt muss ich unbedingt Edelmetalle machen, egal wie hoch die Preise sind. Ja, und das sage ich als Edelmetall, kann man ruhig so sagen, Liebhaber, ja, ich finde die auch ganz nett. Und ab und zu mal eine Sammlermünze kaufen, einfach schön zum Anschauen, ja, oder mal ein Depot haben beim Edelmetallhändler, dort das eben deponieren. Es gibt einen Edelmetallhändler hier in Erding zum Beispiel, der das ist sehr kosteneffektiv alles gestaltet und so weiter. Und auch da kriegst du momentan noch sehr gute, zum sehr guten, vernünftigen Preis. Also im Vergleich zum Rest, ja, von allen Edelmetallhändlern. Also, das ist so meine Meinung zu diesem ganzen Thema Edelmetall, Gold und Silber und dieser ganze Run, der jetzt gerade stattfindet, in Kombination mit der Lieferketten, Schwäche, ja, dass die Lieferketten nicht wirklich funktionieren, dass die letztendlich die drei, vier, fünf Prägeanstalten, die wir in Europa haben, die in der Schweiz sind, momentan, weil die halt relativ über die Lombardei, letztendlich über Südschweiz, über Italien, was die Südschweiz ist letztendlich Italien, Norditalien. Ja, also es ist mehr Italien wie Deutschland, aber egal, führt zwar ins Detail, haben sich halt die Krankheit ein bisschen mehr eingeschleppt und dadurch sind ja die ganzen Prägereien und Gießereien und so weiter komplett geschlossen schon seit einiger Zeit. Und all das ist natürlich der Grund dafür nicht, dass es kein Gold oder Silber mehr gäbe. Ja? Okay, soll es gewesen sein zum Thema Gold und Silber. Jetzt sind es eh schon wieder fast 10 Minuten, wollte eigentlich nur eine Minute machen, aber so ein paar Punkte muss ich hier wirklich mal raushauen, weil Gold und Silber, das ist auf jeden Fall auch mein Thema. Ja? Es gibt Themen, da habe ich weniger Ahnung, es gibt Themen, da beschäftige ich mich schon sehr, sehr lange damit. Und ich würde mal sagen, das soll es gewesen sein für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein. Und haltet die Ohren steif und haut rein. Ciao.